Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zu dem Webinar Kurzes Soft-SPS-Systeme auf Standardplattformen. Mein Name ist Roland Wagner, ich bin verantwortlich für den Bereich Produktmarketing bei 3S Smart Software Solutions und ich freue mich, dass Sie jetzt so die nächsten 30, 35 Minuten vielleicht bei diesem Webinar dabei sein werden. Wir gehen mal kurz auf die Agenda, was ich Ihnen so erzählen werde in den nächsten Minuten. Zunächst mal eine Einführung zu Kurzes ganz allgemein und dann auch, wo wir Applikationen laufen lassen. Dann möchte ich Ihnen unterschiedliche mögliche Geräteplattformen im Überblick vorstellen und dann auf drei neue Varianten eingehen, für die Sie Standard Kurzes Soft SPS Systeme verwenden können. Gut, wir starten. Sie kennen Kurzes, Sie haben sich schon runtergeladen, damit gearbeitet. Das ist diese IEC 61F313 Programmieroberfläche, mit der wir industrielle Applikationen erzeugen können. Ich habe hier mal so eine Produktübersicht der Kurzes Produkte aufgelistet in so einer schematischen Darstellung. Und egal, ob wir jetzt von Visualisierung sprechen, hier im rechten Bereich oder von Safety, von Feldbusunterstützung, Motion Control, wir arbeiten eigentlich immer nur auf unserem Programmierarbeitsplatz. Wir brauchen deswegen Plattformen, auf denen diese Applikationen dann auch laufen können. Und die laufen auf unterschiedlichsten Plattformen. Das heißt, hier in dieser mittleren Ebene, in dieser Übersicht, werden unsere Applikationen dann ausgeführt. Dazu beinhaltet das Kurzes Development System integrierte Compiler, die aus dem IEC 61F313 Code nativen Maschinencode machen, der dann auf diese Geräte heruntergeladen wird. Aber welche Geräteplattformen gibt es denn? Ich habe jetzt eine Tabelle vorbereitet, in denen ich Ihnen die unterschiedlichsten Plattformen in einer Übersicht mal kurz darstellen möchte und dann werden wir auf drei spezielle Plattformen im Anschluss etwas genauer eingehen. Der Klassiker, Sie kaufen sich eine SPS vom Gerätehersteller, der Kurzes implementiert hat. Sie finden verschiedene Leistungsklassen und Einsatzgebiete. Wenn Sie jetzt so ein Gerät suchen, dann bietet Ihnen das Kurzes Geräteverzeichnis, ich klicke da mal drauf, eine Auswahlhilfe. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich innerhalb dieses Online-Verzeichnisses dann per Filter und Einsatzmöglichkeiten Ihr passendes Gerät für einen bestimmten Einsatz auszuwählen. Gut, wir gehen zurück zur Präsentation. Gut, also wie gesagt, das ist der Klassiker. Sie suchen sich das SPS, die mit Kurzes ausgestattet ist. Dieses Geräteverzeichnis enthält übrigens eine Kennzeichnung, wenn so ein Gerät auch die Kurzes Store-Unterstützung mitbietet, sodass Sie auch Erweiterungen für Kurzes einbinden können. Sie können dieses Gerät oder diese Geräte vollständig vom Gerätehersteller kaufen, der kümmert sich um das Komplettsystem. So, jetzt kommen wir zu einer relativ neuen Variante. Sie können jetzt von unterschiedlichen Geräteherstellern auch Geräte kaufen, die mit einer Kurzes Standardsoft SPS ausstatten. Ja, das bedeutet, Sie kaufen jetzt Hardware, also das Gerät und die Soft SPS separat, müssen das natürlich dann auch separat installieren und lizenzieren. Wie das aussieht, das schauen wir uns dann später im Detail an. Eine Variante, die Sie immer sofort nutzen können, ist Ihr Arbeitsplatz-PC, auf dem Sie Kurzes laufen lassen. Dort haben Sie eine Demo-Soft-SPS mit weichen Echtzeiteigenschaften, die Ihnen hilft, die Applikation schon mal durchzutesten und die einige Vorteile hat gegenüber der integrierten Simulation. Die nächste Plattform-Variante, das sind Boards, also kleine intelligente Karten, die man auch für Steuerungsanwendungen einsetzen kann. Das schauen wir uns dann eben auch gleich später nochmal im Detail an und da werde ich Ihnen ein neues Board auch kurz vorstellen und anhand dessen zeigen, wie so eine Softwareinstallation der Soft SPS vor sich geht. Ähnlich verhält es sich mit Industrie-PCs. Sie können sich also Industrie-PCs mit Windows von einem Gerätehersteller kaufen, können dann darauf die Soft-SPS-Systeme aus dem Kurzes Store installieren. Es gibt also Systeme mit harten, aber auch mit weichen Echtzeiteigenschaften. Auch dazu werde ich nachher noch ein paar Worte sagen. Wenn Sie jetzt selbst Geräte herstellen möchten, haben Sie zwei unterschiedliche Varianten zur Auswahl.
Wenn Sie sagen, ich möchte mich auf meine eigentliche Kernkompetenz konzentrieren und ich möchte nicht die Software SPS selbst installieren, dann könnten Sie auf SoCs zugreifen, also Systems on Chip. Das sind also Plattformen oder ja, Module, Controller, die schon ein kurzes Control-Laufzeitsystem implementiert haben. Das heißt, die haben die Software SPS schon mit in dem Chip. Sie müssen jetzt lediglich hergehen und sich um die Peripherie kümmern, um das Gehäuse, um die IAs und Schnittstellen und können dann mit relativ wenig Softwareaufwand eine eigene individualisierte Steuerung herstellen. Das ist ideal für kleine Geräteserien. Wenn Sie sagen, ich möchte aber Serienprodukte in großen Stückzahlen entwickeln, dann haben Sie natürlich die freie Auswahl, können eine eigene Hardware-Plattform auswählen, können sich über den Formfaktor, über die Funktionalität, Schnittstellen Gedanken machen und können von uns, von 3S Smart Software Solutions, das sogenannte Cursus Control Runtime Toolkit besorgen und mit Hilfe dieses Toolkits die Software SPS spezifiziert auf Ihr Gerät anpassen und implementieren. Das ist natürlich ideal, wenn Sie Seriensteuerungen in großen Stückzahlen herstellen wollen. Gut, das soll jetzt mal so die Übersicht sein. Sie sehen hier an der Seite die drei Fahnen A, B, C. Das sind eben die drei Plattformen, auf die ich jetzt nachfolgend etwas genauer eingehen möchte. Denn dort können wir Standard-Kurze Soft-SPS-Systeme installieren, die jetzt nicht von einem Gerätehersteller entwickelt oder angepasst wurden, sondern von uns als 3S Smart Software Solutions. Und welche Konsequenzen das hat, das werden wir gleich sehen. Sie sehen, es gibt solche Standard-Kurze Soft-SPS-Systeme im Kurze Store derzeit für Geräte von zwei unterschiedlichen Herstellern. Das ist zum einen von Wago, die PFC 200, und zum anderen von Beckhoff, dieser Industrie-PC CX1000. Wie kommen wir auf diese Geräte? Das sind zum einen mal Geräte, die wir als Standardplattformen identifiziert haben und die ab Werk, also von dem Gerätehersteller, nicht mit einer Standard-Kurzes-Soft-SPS programmierbar sind, also nicht mit dem Standard-Kurzes-Development-System, sondern mit Derivaten davon. Das hat eben ein paar Nachteile und deswegen haben wir uns überlegt und in Absprache mit den Herstellern die Standard-Soft-SPS darauf installiert oder implementiert. Sie können diese Soft-SPS-Geräte dann auch nur über den Kurzes Store erwerben, während Sie für diese Geräte vom Hersteller dann angepasste Plattformen bekommen. Wir haben weitere Geräteplattformen in Vorbereitung, also da können Sie davon ausgehen, dass es zukünftig mehrere solche Geräte gibt, die Sie mit einer Standard-Kurzes Soft-SPS ausstatten können. So, wie geht man jetzt prinzipiell vor? Sie müssen sich das Gerät natürlich beim Gerätehersteller kaufen. Dann gehen Sie in den Kurzes Store und laden sich das entsprechende Package runter, installieren es im Kurzes Development System und installieren die Soft SPS auf dem Gerät. Soweit ist der technische Teil erledigt. Dann benötigen Sie aber noch eine Lizenz. Die können Sie ebenfalls im Kurzes Store erwerben und dann auf dem Gerät hinterlegen, sodass dann das Gerät weiß, dass es ein lizenziertes Gerät ist und damit nicht nach einer Demo-Laufzeit von ein oder zwei Stunden dann stehen bleibt. Das heißt aber so zum Testen, wenn Sie so ein Gerät am Platz haben, können Sie sofort auch die Demo-Version herunterladen und installieren und können dann damit schon mal loslegen, um zu sehen, ob die Eigenschaften, die Sie sich erwarten, auch erfüllt werden. Apropos Eigenschaften, das Ganze wird jetzt eben mit dem Kurzes Development System programmiert, also nicht mehr mit einem Derivat. Sie können sich das Kurzes Development System ja kostenlos von unserer Webseite oder aus dem Kurzes Store herunterladen. Der Vorteil ist, dass Sie jetzt für dieses Gerät immer die aktuellste Soft SPS zur Verfügung haben. Diese Soft SPS Systeme werden auf den entsprechenden Plattformen von uns mit jedem Service Pack, mit jedem Release ausführlich getestet. Wir haben da also Regressionstests, die die wichtigsten Testfälle abdecken. Und das bedeutet, dass Sie auch den Software-Support direkt von 3S Smart Software Solutions erhalten. Ein großer Vorteil dieser Soft-SPS-Systeme ist, dass eine ganze Reihe von Produkteigenschaften aus dem Kurzes-Portfolio sofort verfügbar sind. Das bedeutet zum Beispiel der Support von Feldbussen wie CAN, EtherCAT, ProfiNet. Zum Teil sind Visualisierungen schon gleich mit dabei oder als Option verfügbar,
In allen Soft-SPS-Systemen ist schon der COCIS OPC UA-Server installiert und integriert. Das bedeutet, dass mit der Installation der Soft-SPS Ihr Gerät sofort zum OPC UA-Server wird und Sie damit auch ein Kommunikationsgerät sofort herstellen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Sie Add-ons aus dem COCIS Store verwenden können und damit das sowohl das Programmiertool als auch die Applikation auf dem Gerät durch Zusatzoptionen erweitern können. Was sind das für Zusatzoptionen? Das könnte zum Beispiel ein Profiler sein, um jetzt die Laufzeit der Applikation zu testen. Das könnten aber auch Bibliotheken sein oder Schnittstellen zu E-Plan oder anderen Systemen. Kommen wir zur zweiten Plattform für Maker. Ja, es gibt so diesen deutschen Begriff Bastler, der klingt manchmal so ein bisschen negativ, deswegen haben wir das jetzt hier mit Maker übersetzt. Es gibt eben Soft-SPS-Systeme für Low-Cost-Plattformen bzw. Embedded Boards und das am weitest verbreitetste Board ist da der Raspberry Pi. Im COCIS Store finden Sie eine Soft-SPS, die sich COCIS Control for Raspberry Pi SL nennt. Und mit dieser Soft-SPS machen Sie dieses kleine Board zu einer Steuerung. Zumindest was die Software angeht, ist alles drauf, was Sie von einer Industriesteuerung erwarten. Allerdings ist das Gerät selber natürlich nicht für harte Industrieanwendungen ausgelegt. Und deswegen ist es auch nicht empfohlen, es für solche Einsatzzwecke zu konzipieren. Aber jetzt zum Basteln für irgendwelche Home-Automation-Aufgaben, die Sie haben, wo Sie mal eine günstige Hardware brauchen, ist es eigentlich eine ganz optimale Plattform. Neu, jetzt erst seit 2 Wochen im COCIS Store, ist ein weiteres Board, der BeagleBone Black. Und ebenso die Soft-SPS COCIS Control for BeagleBone Black SL. Ist ein ähnliches Board wie der Raspberry Pi, allerdings ist der von der mechanischen als auch von der Softwareausstattung auf dem Board selber schon viel mehr für industrielle Applikationen geeignet. Das heißt, wenn Sie da irgendwie was Industrielles draus machen wollen, dann können Sie die Soft-SPS draufladen, können dieses Board mit entsprechenden Anschlüssen in ein eigenes Gehäuse packen und hätten schon eine gute Plattform, um dort erste Anwendungen zu realisieren. Wie man die Software installiert auf diesem BeagleBone Black, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Ich möchte Ihnen nur ein paar Anregungen geben, die wir von 3S Smart Software Solutions schon realisiert haben, so als, ich sage jetzt mal, Spielwiese. Wir sehen hier also links, das ist so ein 3D-Drucker, den wir mit Hilfe des Raspberry Pi realisiert haben. Hier ein Quadcopter, der wirklich fliegt, ja, und Sie sehen, das war hier bei einer Veranstaltung, da gab es eine ganze Reihe von Zeugen, die das auch bestätigen können, dass das Ding geflogen ist. Und das Gehirn dieses Quadcopters war eben ein Raspberry Pi. Hier haben wir einen kleinen Tripod gebaut für irgendwelche Schulanwendungen, um mal zu zeigen, wie Roboter prinzipiell funktionieren. Und das war natürlich auch eine sehr spielerische Anwendung. Ein mechanischer Hund gesteuert vom Raspberry Pi mit Kamera, mit WLAN-Anbindung. Und das Ganze gesteuert eben und programmiert mit COCIS. So, wenn Sie jetzt Systemintegrator sind und sagen, ich will jetzt nicht auf eine Standardsteuerungsplattform setzen, ich möchte gerne einen Industrie-PC verwenden, dann können Sie das natürlich tun. Windows-Industrie-PCs, für die haben wir 2 Soft-SPS-Systeme im COCIS Store. Die nennen sich COCIS Control WinSL und COCIS Control RTE-SL. Die unterscheiden sich im Prinzip durch die Implementierung der Soft-SPS. Das eine System setzt auf die Windows-Eigenschaften auf und bietet deswegen nur weiche Echtzeiteigenschaften, während wir bei COCIS Control RTE wirklich einen Echtzeit-Patch in das Windows implementiert haben, sodass wir harte Echtzeiteigenschaften im Bereich von 1 Millisekunde garantieren können. Typischerweise ist ein Jitter im Bereich von Mikrosekunden auf so einem Industrie-PC. Vielleicht noch eine Anmerkung. Sie haben gesehen, dass alle diese Soft-SPS-Systeme mit der Endung SL enden. Das steht für Single License und das bedeutet, dass Sie für jedes dieser Geräte eben eine separate Lizenz erwerben müssen, damit das eben vollständig lauffähig ist. Das werden Sie vielleicht auch bei anderen Produkten finden. Immer wenn dann so eine Endung SL dran ist, bedeutet das, dass es eine Lizenzierung, die auf ein Gerät abgelegt wird und nicht auf Ihre Workstation-Plattform zum Beispiel. Ja, noch ein paar Worte zu diesen Soft-SPS-Systemen. Wie bereits gesagt, Sie haben die volle Unterstützung des COCIS Store,
haben nahezu alle Feldbus-Anbindungen inkludiert und können durch Motion- bzw. CNC- und Robotik-Fähigkeit erweitert werden. Auch die Visualisierungen, Target-Visualisierung oder Web-Visualisierung sowie weitere Packages sind im Quotus Store verfügbar, sodass Sie praktisch aus diesem Gerät eine SPS machen können, die über die Leistung des IPCs skalierbar ist. Als weiteres Schmankerl für Entwickler: Es gibt ein Software-Developer-Kit für diese Soft-SPS-Systeme, mit dem Sie dann auch mehr in der Tiefe erweitern können. Das heißt, Sie könnten jetzt eigene Shared Memory Treiber zum Beispiel erstellen, um auf andere Systeme zuzugreifen, oder Sie könnten eigene I/O-Karten anbinden. Alles das ist mit dieser Soft-SPS möglich. Gut, jetzt haben wir uns diese drei Systeme mal im Überblick angesehen und jetzt möchte ich Ihnen, wie versprochen, auch mal zeigen, wie wir in Quotus arbeiten, um so eine Soft-SPS auf ein Board zu bringen. Ich habe jetzt hier schon mal ein Quotus Projekt geöffnet. Sie sehen, dass ich da schon hier als Gerät den BeagleBone Black ausgewählt habe. Das habe ich gemacht, bevor ich hier das Ganze auf diesem PC gestartet habe. Und da sehen Sie durch dieses Fragezeichen, dass da die entsprechende Gerätebeschreibung noch gar nicht installiert ist. Also das wird so nicht funktionieren. Das bedeutet, ich muss mein kurzes Programmiersystem erstmal vorbereiten für diese Anwendung auf dem BeagleBone Black. Dazu gehe ich in den Quotus Store und Sie sehen hier oben diesen Einkaufswagen. Dort klicke ich mal drauf. Wenn ich mit dem Internet verbunden bin, dann wird mir der Quotus Store sofort geöffnet. Das dauert jetzt ein bisschen lang. Doch, jetzt geht's. Und wie gesagt, diese Soft-SPS ist relativ neu im Store, deswegen taucht sie auch ganz hier oben auf. Sie sehen, dass ich hier schon angemeldet bin. Das sehe ich dadurch, dass ich bei Abmelden den Button habe. Wäre ich noch nicht angemeldet, würde hier Anmelden stehen. Sie können also praktisch in Ihrem Quotus Development System Ihre Anmeldedaten in Form von E-Mail-Adresse und Passwort hinterlegen. Das kann man bei Tools und Optionen machen. Da gibt es eben eine entsprechende Registerkarte für den Store bzw. für entsprechende Eigenschaften rund um den Store. Also Sie finden es hier. Ich habe das eben schon hinterlegt, deswegen kann ich jetzt sofort auf die entsprechende Option draufgehen. Und sobald ich eingeloggt bin, registriert bin in diesem Quotus Store, taucht auch dieser Download-Button auf und ich mache das jetzt einfach mal. Ich installiere das entsprechende Package, bekomme dann natürlich eine Liste der Benutzer, der Nutzervereinbarungen. Das Ganze akzeptiere ich jetzt mal ganz großzügig und installiere mir dann das entsprechende Package in Quotus. Ich mache jetzt einfach mal die typische Installation. Sie sehen, dass ich jetzt hier mehrere Quotus-Profile installiert habe. Ich installiere mal den BeagleBone Black für alle diese Profile, wobei es eigentlich wenig Sinn macht. Das könnte ich eigentlich auch abwählen, denn die Systemvoraussetzung für den BeagleBone Black ist Quotus Version 3.5 Service Pack 9, das ja erst vor 2 Wochen etwa erschienen ist. So, und dann installieren wir das Ganze. Es dauert jetzt einen Augenblick, bis die Daten heruntergeladen und installiert wurden. Und dann muss ich das Quotus Development System einmalig beenden und neu starten. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen gleich. Man sieht also jetzt hier, welche Dateien auch installiert wurden. So, es werden erst einige Komponenten nach dem Neustart der Applikation wirksam. Und schauen wir erstmal in den Package Manager rein. Tatsächlich, der hat mir den BeagleBone installiert. Jawohl, da ist er. Sie sehen, ich habe eine ganze Reihe von Packages installiert. Das sieht vielleicht bei Ihnen ein bisschen dünner aus, aber ich sitze ja auch an der Quelle. So, jetzt schließen wir den Package Manager und beenden auch Quotus kurz. Und dann starte ich es nochmal neu. So, es ist so, dass Quotus beim Aufstarten alle installierten Komponenten gemäß des Profils, mit dem man es startet, erst zusammenlinkt. Deswegen dauert der Start von Quotus Version 3 auch etwas länger, als man das von Quotus Version 2 gewohnt war, weil eben zum Aufstarten erst alles zusammengebaut wird. Das hat den großen Vorteil, dass Quotus jetzt modular ist. Das heißt, dass man eben zusätzliche Softwaremodule einbinden kann, ohne dass man das System an sich verändern muss. So, jetzt schauen wir mal rein. Ich
Ich müsste jetzt unter Tools eine neue Option haben, BeagleBone Black aktualisieren, jawohl. Und wenn ich jetzt mein, ups, das war jetzt falsch, das wollte ich jetzt nicht laden, sondern ich wollte mein Startprojekt laden, nämlich BBB Webinar Start. Das war das gleiche Projekt, das wir vorher auch schon gesehen hatten. Und Sie sehen, dass jetzt dieses Fragezeichen verschwunden ist, denn ich habe jetzt die entsprechende Device Description, die Gerätebeschreibung für den BeagleBone Black auch gleich mit diesem Package mit installiert. Gut, das heißt, das Codesys Development System ist jetzt soweit vorbereitet. Jetzt muss ich natürlich auch mein BeagleBone Black entsprechend vorbereiten. Wenn Sie so ein Board kaufen, dann wird es mit einem USB-Kabel ausgeliefert und genau dieses USB-Kabel habe ich jetzt verwendet, um es an meinen PC anzuschließen. Und jetzt kann ich mit Hilfe dieses zusätzlichen Plugins dieses USB-Kabel aktivieren und praktisch per USB auf das Gerät zugreifen. So, wenn ich diesen Dialog starte, dann wird mir erstmal gezeigt, dass ich dieses Package 3, Version 3.5.9.0 gerade eben installiert habe. Und jetzt kann ich die IP-Adresse meines Boards suchen. Dazu scannen wir mal alle angeschlossenen Systeme und ich finde hier unter der IP-Adresse 192.168.7.2 mein per USB angeschlossenes Board. Um Ihnen das ein bisschen klarer zu machen, habe ich schon mal aus dem Codesys Store mir dieses Dokument erste Schritte heruntergeladen. Dort finden Sie eine Produktbeschreibung und die Schritte, die Sie tun müssen, um den BeagleBone für die Verwendung mit Codesys vorzubereiten. Ja, Sie sehen also, eine ganz wichtige Website ist der beagleboard.org Getting Started. Dort sind also einige Schritte ausgeführt. Dort ist eben auch dieses Passwort hinterlegt, Root, das Sie benötigen, um per PuTTY zum Beispiel auf das Gerät zugreifen zu können. Oder aber, wie wir es jetzt hier gleich machen, per Codesys Update Mechanismus auf dieses Gerät die Soft SPS zu installieren. Ich habe jetzt also hier diese IP-Adresse hinterlegt, ich habe das Passwort mir übertragen, sage jetzt OK und bekomme jetzt hier unten in meiner Statusleiste eine Information, dass sich jetzt das Codesys Development System per USB mit diesem Board verbindet und dieses neu heruntergeladene Laufzeitsystem auf dem Board hinterlegt. Es dauert jetzt einen kleinen Augenblick, bis dieser Kopiervorgang abgeschlossen ist. Im Übrigen ist es so, dass per USB angeschlossen das Board sich auch wie eine Festplatte oder wie ein USB-Stick meldet. Das werden wir dann nachher auch nochmal kurz sehen, beziehungsweise ich kann es Ihnen hier auch gleich zeigen. Hier ist es in das BeagleBone Black, ist jetzt hier da als USB-Port und Sie haben die Meldung gesehen, Update finished. Ich habe also jetzt dieses Codesys Control Laufzeitsystem implementiert und damit ich es jetzt verwenden kann, muss ich jetzt die Stromversorgung einmalig wegnehmen von meinem Gerät und es neu starten, weil ja wirklich neue Software installiert wurde. Entsprechend braucht das Linux, das ich vorab installiert habe auf diesem System, dieses Debian Linux, auch einen Neustart. Gut, das heißt, sobald dieses System neu gestartet ist, haben wir die Soft SPS verfügbar auf dem System. Was wir allerdings noch nicht haben, ist eine entsprechende Lizenz dafür. Das bedeutet, dass wir jetzt mit dem Gerät schon mal arbeiten können, aber ohne Lizenz wird sich die Soft SPS nach einer Stunde oder zwei verabschieden. Um das zu vermeiden, kann ich jetzt wiederum in den Store gehen. Ja, mal nochmal den Code zum Store. Schauen wir uns das da an. Ja, das heißt, sobald ich eingeloggt bin, kann ich eben eine Lizenz davon in den Warenkorb legen und das dann entsprechend erwerben. Und was ich zurückbekomme, ist ein Lizenzticket. Ich habe jetzt hier mir mal schon Tickets geben lassen und habe die in den sogenannten Lizenzrepository hinterlegt. Ich habe also hier ein Lizenzticket, das ist praktisch eine Art Container, in der Lizenzen hinterlegt sind. Und Sie sehen, ich habe mir hier fürs Üben mal mehrere solche Lizenzen hinterlegen lassen. Und ich werde jetzt eine dieser Lizenzen verwenden, um auf mein Board da zu lizenzieren. Dazu muss ich jetzt erstmal von Codesys aus die Verbindung zu dem Gerät aufbauen. Wir doppelklicken auf das Gerät und bekommen dann diesen
Kommunikationsdialog. Ich bin mit dem Gateway verbunden und kann jetzt im Netzwerk nach einem BeagleBone suchen. Ich finde sofort meinen BeagleBone hier. Eine schöne Funktion, die jetzt relativ neu in Codesys ist, wenn ich jetzt mehrere identische Geräte verfügbar hätte, dann würde mir die ganze Liste aufgetaucht werden. Und dann kommt natürlich die spannende Frage, welches ist denn das richtige Gerät? Für den BeagleBone und für andere Geräte haben wir hier diese Funktion Blinken eingebaut und unterstützt. Was Sie jetzt nicht sehen, das ist hier an meinem Gerät sichtbar, dass jetzt nämlich da so ein entsprechendes Bitmuster an den LEDs angezeigt wird, um mir zu zeigen, hier, ich bin der Richtige und deswegen kann ich also dieses Gerät jetzt auch auswählen. Und jetzt sehen Sie zwei grüne Punkte, ich bin jetzt über den Gateway auch mit diesem Board verbunden. So, jetzt gehen wir mal zu den SPS-Einstellungen und können jetzt die Lizenz bearbeiten auf dem Gerät. Sie sehen, ich habe die Lizenz schon installiert, könnte aber auch hergehen und könnte neue Lizenzen draufpacken. Ich möchte Ihnen das einfach mal prinzipiell zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe auf Lizenz aktivieren und könnte jetzt meine Ticket, das ich per E-Mail bekommen habe, in die Zwischenablage kopieren und dort hinein übertragen. Sie haben gesehen, dass ich mein Ticket bereits im Repository hinterlegt habe, könnte jetzt eben hergehen und könnte so ein Ticket auswählen und dann die Lizenzierung durchführen. Wenn ich mit dem Internet verbunden bin, dann wären das noch 2-3 Klicks und ich hätte das Ticket drauf. Aber Sie haben gesehen, ich habe die Lizenzierung schon vorgenommen. Insofern können wir uns das jetzt sparen. Gut, wir haben die Kommunikation aufgebaut. Das bedeutet, ich kann mich jetzt einfach mal einloggen auf mein Gerät und mache jetzt meinen kompletten Download und lade also die Applikation runter. Die können wir uns dann ganz schnell mal anschauen, um zu sehen, was da alles funktioniert. Codesys hat also jetzt die Applikation übersetzt, heruntergeladen und jetzt kann ich das Ganze auch mal starten. Ja, was, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber wir klicken einfach mal in mein PLC-PRG und dort sehe ich, dass ich halt online bin und was am Laufen habe, wobei jetzt nicht viel Sichtbares dabei herauskommt, weil ich die entsprechende Option noch nicht ausgeführt habe. Jetzt gehen wir mal in die Visualisierung, da habe ich eine kleine Visualisierung angelegt. Sobald ich jetzt hier den Haken setze, dann müsste auch im PLC-PRG, in meinem Hauptprogramm, der Zähler laufen. Jawohl, das tut er und ich habe die entsprechenden Variablen auf Lampen gelegt, sodass wir uns das auch anzeigen lassen können. So, jetzt sehen Sie, dass ich hier in meinem Visualisierungsmanager auch die WebVisu schon per Default mit angezogen habe. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es die auch wirklich funktioniert. Dazu gehe ich in meinen Mozilla Firefox und ich habe hier schon mal die entsprechende IP-Adresse vorbereitet. Sie sehen, identische Ansicht. Ich kann jetzt also auch hier wieder ab- und anschalten und habe jetzt auch die vollen Möglichkeiten der Web-Visualisierung. Was ich ebenfalls schon hier vorbereitet habe, ist eine Symbolkonfiguration. Das bedeutet, ich habe jetzt die Variablen der Applikation exportiert für OPC bzw. OPC-UA. Und um Ihnen das ganz kurz mit OPC UA zu zeigen, habe ich ein externes Tool hier am Laufen, den Unified Automation UA Expert. Und dort hänge ich jetzt ebenfalls den OPC UA Server von Codesys auf diesem Board ein, verbinde mich damit, finde dann sofort die entsprechenden Objekte auf dem Gerät, kann jetzt hier meine Programmvariablen auswählen und in ein so ein Watchfenster reinziehen. So, und würde jetzt, wenn wir hier nochmal auf die Visualisierung gehen, die gleichen Werte sehen wie auch in der Visualisierung. Machen wir es mal so. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier den Schalter wieder abschalten per OPC UA, um jetzt auch darüber die Kommunikation steuern zu können. Also auch das geht. Nehmen wir jetzt vielleicht nochmal den Webbrowser uns nach vorne legen. Kann man das Ganze auch wieder einschalten und Sie sehen, es wird auch entsprechend dann aktualisiert. Gut, also Webvisualisierung funktioniert, OPC-UA-Server funktioniert. Ich logge mich jetzt nochmal aus und möchte noch eine weitere Sache mit dran packen. Zum einen können wir natürlich die GPIOs, die General Purpose IOs, von dem BeagleBone Board verwenden und konfigurieren. Sie sehen, dass Sie da Parameter haben, die Sie verwenden können oder eben das EA-Abbild und Sie können jetzt hier die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge entsprechend
verwenden und konfigurieren als Variablen. Und was ebenfalls geht, ist an das Board ein Gerät anzuhängen. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, einen EtherCAT Master dran zu hängen, den ich über die entsprechende integrierte Schnittstelle des Boards mit einem Koppler von Beckhoff verbunden habe. Dazu muss ich jetzt lediglich die MAC-Adresse der Schnittstelle auswählen. Suche also hier diese Ethernet-Schnittstelle heraus, kann mich dann mal auf das Gerät einloggen, um den EtherCAT-Protokoll-Stack herunterzuladen. So, das funktioniert. Und wenn ich mich dann wieder auslogge, kann ich ganz einfach hergehen und über diesen Master suchen, welche Geräte ich an dem EtherCAT angeschlossen habe. Ja, Sie sehen, da ist ein KF100 und zum Eingang und zum Ausgangsmodul dran. Ich übernehme die Variablen in mein Projekt und kann dann sofort auch EtherCAT verwenden. Starten das Ganze wieder. Jetzt haben wir natürlich die IEA-Konfiguration geändert. Entsprechend muss ich das Projekt nochmal neu übersetzen und herunterladen. Also da ist ein Online-Change noch nicht möglich. Aber sobald ich meine Applikation starte, sollte auch der EtherCAT laufen. Und ich könnte jetzt hier die Ausgänge von diesen IEA-Modulen dann auch setzen und verändern oder anschauen. Gut, wir haben gesehen, es ist relativ einfach, aus diesem Beaglebone Blackboard eine SPS zu machen. Aber wieder zurück zur Präsentation. Eine kurze Übersicht. Welche sind dann die typischen Anwendungsbeispiele für die drei dargestellten Plattformen? Zum einen sehen wir zum Beispiel den Raspberry Pi, aber auch den BeagleBone Black, ganz ideal für Ausbildung und Lehre, weil sie nämlich sehr kostengünstig sind, weil der Funktionsumfang und auch die Performance relativ hoch ist, sodass man damit für wenig Geld eine vollständige Verwendung von industrieller Steuerungstechnik lernen kann. Wie gesagt, es ist von der Hardware her nicht geeignet für industrielle Applikationen, aber um diese Applikationsverwendung zu erlernen, ist es perfekt, weil es günstig ist, weil es leistungsstark ist. Ebenfalls schon erwähnt, für Home Automation Aufgaben, also wenn Sie Ihre Heizungssteuerung selber pimpen möchten oder wenn Sie eigene Hobbyanwendungen haben, dann sind diese beiden Boards eigentlich ideal. Sie sind kostengünstig, sie sind ausbaufähig. Ich habe auf einer Messe neulich die Gratulation von einem Anwender bekommen, der gesagt hat, vielen Dank, Herr Wagner, für diese Soft-SPS. Seitdem blüht mein Garten auf. Dann habe ich natürlich etwas gestutzt. Dann hat er mir gesagt, naja, ich habe mir eine kleine Bewässerungssteuerung auf Basis von Raspberry Pi gebaut. Funktioniert wunderbar. Ich bin ganz begeistert, weil ich kann jetzt mit der industriellen Steuerungstechnik, die ich aus meinem Beruf kenne, auch zu Hause arbeiten. Das sind so Anwendungen, mit denen Sie da auch Freude haben können. Wenn Sie jetzt selbst Anwender sind im Bereich industrielle Applikationen, können Sie mit diesen Boards schon mal Evaluierungen vornehmen, Performance-Studien. Sie können in so eine Blackbox eingepackt, so ein Board auch mal als Vermarktungswerkzeug verwenden, um einfach zu zeigen, so funktioniert die Programmierbarkeit, so ist der Funktionsumfang, so könnte eine Steuerung aussehen, die wir selbst entwickelt haben. Ja, und wie gesagt, auf Basis vom BeagleBone Black, aber speziell auch auf Basis der angeführten industriellen Geräteplattformen können Sie natürlich echte industrielle Applikationen erzeugen. Sie haben die erforderlichen Produkteigenschaften mit dabei, beziehungsweise als Option verfügbar und können Ihre Steuerungsanwendung skalieren mit den Anwendungen, die Sie oder mit den Anforderungen, die Sie letztlich haben. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Sie haben letztlich die Wahl. Es gibt wirklich ganz verschiedene Plattformen, um Codesys verwenden zu können. Von den kompletten Steuerungssystemen der Gerätehersteller über ja, selbst verwendbare oder selbst integrierbare Standardplattformen. Sie haben eine ganze Reihe von Individualisierungsmöglichkeiten durch die Funktionen, die Sie im Codesys Store als Option zur Verfügung haben. Egal welche Plattformen Sie verwenden, Sie haben ein einheitliches Programmiertool, das Codesys Development System, das Ihnen darüber hinaus kostenlos zum Download bereitsteht. Ja, und Sie haben kompatiblen Applikationscode, den Sie für ganz verschiedene Einsatzzwecke verwenden können. Das war es soweit von diesem Webinar. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Tschüss.